dieses Spiel. Ist wie ein Labyrinth. Schon nach 4 Zügen gibt es mehr als 300 Milliarden Möglichkeiten zur Auswahl. Es kann einen an den Rand des Wahnsinns bringen. Wer hat ihm diese Züge beigebracht? Er sich selbst. Wenn ich die Figuren wegnehme, spielt er in seinem Kopf weiter, Tag und Nacht. Ich kann Ihnen sagen, er hat großes Potenzial. Das amerikanische Schachwunderkind Bobby Fischer ist zum jüngsten Großmeister in der Geschichte dieses Spiels geworden. Wie geht es für dich weiter? Ich will gegen die Russen spielen. Sie sind die Besten der Welt und ich werde sie schlagen. Der Fischerwahn erobert das Land im Sturm. Mein nächster Gast, Mr. Bobby Fischer. Mr. Fischer? Sind Sie ein Patriot? Es gibt Leute in hohen Positionen, die ein Interesse an jeglicher Konfrontation mit den Russen haben. Ich mach mir nichts aus Politik. Sie sind der einzige Mann in diesem Land, der gegen Sie spielen könnte. Bobby Fischer ist in Island, um gegen den Weltmeister Boris Spassky anzutreten. Das ist die Schachversion eines Schwergewichtsboxkampfes über 15 Runden. Ich spiele nicht, bis all meine Bedingungen erfüllt sind. Ich will 1,5 Meter Abstand zwischen mir und dem Publikum. Es ist fast so, als höre ich deren Gedanken. Bobby hat Probleme. Bobby entwickelt Anzeichen von Paranoia und einer Psychose. Hey! Ich mach dich fertig! Ich mache dich fertig! Wir befinden uns im Krieg. Einem Krieg der Sichtweisen. Bobby! Bobby! Der arme Junge aus Brooklyn gegen das ganze sowjetische Imperium. Sie sehen nicht gut aus, Robert James. Alle wollen mich bescheißen, die Russen und die Juden. Wir sind Juden, Bobby ist Jude. Was geben Sie ihm zur Antwort, wenn er mit diesem Müll ankommt? Die Leute glauben, es gäbe all diese Möglichkeiten, aber am Ende gibt es keinen Ausweg mehr. Bobby! Er könnte zusammenbrechen. Bobby bricht nicht zusammen. Er wird explodieren.